Ball ist freigegeben. Hoch rein. Wow! Das war die Riesenchance. Das gibt's doch gar nicht. Hey. Elfmeter. Riesenchance für Frankfurt. Bochum auf der Linie. Wie alle sehen gerade. Wow! Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Stadionvlog, meine Freunde. Wir haben den 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga und heute sind wir bei der Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum, Leute. Es wird ein sehr, sehr nice Spiel. Oder auch der 6. gegen den 14., meine Freunde. Es ist sehr nice. Ich bin jetzt schon in Frankfurt. 600 Kilometer gefahren. Das ist so krass. Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo, um keinen Stadionvlog mehr zu verpassen. Morgen sind wir übrigens bei der Partie von Bayern gegen Dortmund. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt auf den Weg zum Stadion. Denn Leute, ich habe ein richtiges Problem. Es sind noch so 2 Kilometer ungefähr. Und da ganz, ganz hinten ist mein Auto einfach ausgegangen. Keine Ahnung, wieso, es ging nicht mehr an. Aber ich habe mir gedacht, weißt du, wir lassen die Karre am Straßenrand hier stehen, bevor wir jetzt auf ADAC und so warten. Das dauert zu lange. Denn wenn ich jetzt auf mein Auto warten würde, bis der ADAC kommt, dann haben wir den Fußball nie geliebt und würden zu spät zum Spiel kommen. Kommen wir jetzt mal zum Faktencheck der beiden Mannschaften. Wir fangen bei Eintracht Frankfurt an. Und zwar in der Hinrunde waren sie eigentlich sehr, sehr gut. Also man hätte auch gedacht, hey, die hätten auf jeden Fall spielen die ersten 4 Plätze mit. Rückrunde sieht nicht so gut aus. Platz 6 und noch 2 Punkte Vorsprung. Also sie müssen auf jeden Fall gewinnen. Mein Tipp ist auch, ich denke, dass sie 2-0 gewinnen werden. Kommen wir mal zur anderen Seite. Bochum, die haben die Hinrunde schlecht gespielt. Rückrunde eigentlich sehr, sehr gut gewesen sind sie. Aktuell auf Platz 14. Sie müssen die Spiele heute auch nicht unbedingt gewinnen, weil sollten sie heute verlieren und sie im Endeffekt absteigen werden, werden es nicht in dem Spiel gelegen haben. Aber ich bin gespannt und ich würde sagen, Quatschschlange, let's go. Wir sehen uns drinnen im Stadion. Wir sehen uns schon im Stadion. 10 Minuten noch bis Anpfiff. Hey, ich muss sagen, es ist echt cool hier so mit durch den Wald gehen. Aber das Wetter ist halt echt nicht so nice. Junge, hier gibt's direkt Stress, ey. Oh Mann. Der Typ wollte einfach einen Rucksack klauen. So, erste Ecke jetzt für Frankfurt auf dem Spiel. Sie kommen besser rein, solange das Spiel läuft. Boah, sehr gut gesehen. Größte Chance im Spiel. Tor kam so ein bisschen aus dem Nichts. Frankfurt war wirklich stark am Drücken, die hätten auch führen können. Und Bochum macht einfach das Tor. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ist das verdient, ja oder nein? Sehr gut durchgesetzt. Glück gehabt, Ecke. Sehr stark gesehen. Bochum muss gucken, dass sie die Lücken mehr schließen. Oh, kein Handspiel, Ecke. Sehr stark. Boah, den kriegt er noch. Oh! 11 Meter. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Ist das einer gewesen? Ja oder nein? Es gibt die gelbe Karte dazu. Es ist schwierig gewesen. Er konnte meiner Meinung nach da nichts mehr machen. Der Erste hätte ihn stellen müssen. Sehr stark gemacht von der SGE.
1:1 steht. Bochum gar nicht mehr zufrieden. Eure Meinung und Kommentare. Schwierige Sache gewesen. Elfmeter, ja, nein. Und dann das Tor, eiskalt gemacht, Torwart gut verladen. 1:1. Wieder alles auf Anfang gestellt. Jetzt brennt das hier aber richtig. Frankfurt drückt auf das 2:1. Überlegt mal, ob er den Papierflieger jetzt schmeißt. Ja oder nein? Würde ich ihn schmeißen? Schreibt unten Kommentare. Das war ja ein kurzer Flug. Ja. Ah, zu viel Platz gelassen. Ich muss sagen, seit 15 Minuten kommt hier gar nichts mehr von Bochum. Vielleicht jetzt nochmal was. Komm. Oh, sehr stark gesehen. Schade, das wäre die Chance für Bochum. Oh, keiner nachgerückt mit. Ecke. Eckenverhältnis mittlerweile 7:1. Ich muss sagen, Bochum ist wirklich nicht mehr konzentriert. Es waren viele Fehler. Und jetzt die Ecke. Also man muss sagen, Frankfurt spielt wirklich sehr gut. Kommt besser ins Spiel rein. Bochum ist aber cool, dass sie hinten aber besser spielen. Eine Minute übrigens noch ins Halbzeit. Aber jetzt die Chance. Ah, schade. Zwei Minuten gibt es übrigens Nachspielzeit. Das ist gleich Halbzeit, aber jetzt erstmal nochmal Frankfurt. Stark gesehen, ein bisschen zu ungenau gespielt. Damit ist Halbzeit 1:1 steht und man muss sagen, Bochum, echt, hätte ich nicht gedacht, dass sie 1:0 machen. Dann Frankfurt immer besser ins Spiel gekommen, 1:1 haben sie es gemacht und dann haben sie gedrückt. Ich sehe jetzt gerade die Statistik nochmal eingeblendet und muss sagen, Bochum liegt in allen Statistiken hinten. Also Frankfurt ist die bessere Mannschaft meiner Meinung nach. Und Bochum muss sich auf jeden Fall schütteln, dass sie die zweite Halbzeit nicht noch einen fangen und damit das Spiel auch verlieren. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig hier. Da wurde einmal durchgezählt und die zweite Halbzeit geht los. Bochum von links nach rechts. Sehr stark geklärt. Was macht er da? Einfach schnell ausgeführt. Das Ding hätte auch echt nach hinten losgehen können. 8:1, kurz ausgeführt. Oh. Fallrückzieher, missglückt. Aber der ist noch. Glück gehabt. Zweiter Ball nicht richtig getroffen und jetzt raus damit. Jetzt haben wir in der Standardsituation Bochum 51. Minute gespielt. Ja, das ist ein bisschen zu weit. Jetzt eine sehr gute Chance für Frankfurt. Gut gesehen. In der Mitte stand keiner bereit. Ganz fahrlässig. Das ist kein Elfmeter, sagt Schiri. Boah, schwierig. Schreibt in die Kommentare. War das einer? Ja oder nein? Schiri sagt, war nichts. Geht weiter mit Einwurf Frankfurt. Frankfurt ist wieder im Vorwärtsgang. Sie haben jetzt ein bisschen eben ein, zwei Gänge runtergeschaltet. Aber jetzt geht es wieder nach vorne. Einwurf. Ah, keiner in der Mitte. Sehr stark gesehen. Foul. Er hat sehr gute Chance für Frankfurt und muss sagen, er hat nur den Körper reingestellt. Und let's go, er macht es direkt unten durch. Boah, ganz gefährlich. Eckenverhältnis 10:1, glaube ich. Boah, so eine Riesenchance. Sehr gut durchgesehen. Foul, taktisches Ding, das muss Geld geben eigentlich. Riesenchance. Für Frankfurt, Bochum auf der Linie geklärt, ihr seht es gerade nochmal, brandgefährlich das Ding. Nein. 70 Minuten jetzt gespielt, immer noch 1:1, man muss sagen, das sagen ja, dass den Frankfurter langsam die Kräfte ausgehen, weil sie haben ja auch in der Woche Länderspiel gehabt, deswegen bin ich gespannt, wie es dann noch weitergeht, aber eigentlich müssen sie auf das zweite drücken. Ja,
Frankfurt drückt Bochum gut hinten rein. Bochum laut auf Chance, aber es gibt nicht so viele. Mal schauen, wie lange sie das noch durchhalten können, das Powerplay der Frankfurter. Oh, Gesundheit. Der ist noch, oh, Riesenglück. Die ersten gehen ja auch schon aus dem Stadion. Ball ist freigegeben. Hoch rein. Wow! Das war die Riesenchance. Das gibt's doch gar nicht. Ey, dass sie den nicht gemacht haben. Junge, Junge, Junge. Kein Foul. Der ist noch sehr stark gehalten. Und es geht in die Richtung. Könnt ihr ein. Ich denke, sehr spitz. Kein Handspiel. Die Frankfurter reklamieren Handspiel. Und Schiri gibt Ecke. Kein Elfmeter, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Er rutscht dran, das stimmt, aber ist das Handspiel gewesen? Das wird geprüft, der VR prüft es. Er jubelt schon. Aber erstmal die Ecke und es geht weiter, es war nichts. Bochum wechselt zweimal. 5 Minuten noch auf Uhr. Oh, sehr gut. Zu ungenau, der zweite Ball. Feld ist 15 zu 1, aber was sage ich? Bochum hat wirklich Glück hier. Oh. Einfach Bochum, der kann weit werfen. Eckenfeld ist 15 zu 2, Ball ist freigegeben. Komm Jungs. So, und er gibt Nachspielzeit, wie viel? 4 Minuten. Geht hier vielleicht noch was aus Bochumer Sicht? Hoch und weit. Boah, was eine Chance. Der Segel da durch. Aber wieder zum Einwurf. Komm, Junge, beiß! Spiel links! Ah, zu weit! Das Spiel ist aus! 1 zu 1! Ja Leute, 1:1 geht das Spiel aus. Man hört die Bochumer feiern, muss sagen. Sie können auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein mit dem Punkt. Ist auch ganz, ganz wichtig. Für Frankfurt ist es natürlich zu wenig. Sie hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Stadion-Vlog. Wenn euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Für mich geht es jetzt auf nach München. Wir sehen uns morgen in München, Leute.